Und damit wieder willkommen zurück hier zu Let's Play Days Gone. Jawohl, also wir sind mit der Hauptstory soweit komplett durch, aber jetzt nach dem Abspann hat mir das Spiel direkt die nächste Mission draufgehauen. Finde deine Ringe. Wir dürfen jetzt hier nämlich nochmal in das Milizcamp fahren und unsere Ringe finden. Allgemein, wenn wir jetzt mal hier in die Stories gucken, da fehlt noch einiges. Also hier klar, Hordenkiller, Hinterhaltcamps und so weiter, da müssen wir noch ein paar erledigen. Das ist ja klar, das habe ich schon öfter gesagt. Aber Schutz für die Schwachen kommt offenbar noch irgendetwas. Da haben wir nur 90%. Dann, wir taten alle Dinge, sind 92%. Du bist jetzt in Sicherheit 90%. Also ein bisschen, was kommt da noch? In Stücke gerissen. Genau, irgendwas mit Rippern. Jawohl, also, was haben wir da noch? Ich gebe dich niemals auf. Genau, das, was wir jetzt machen, gehört mit dazu. Also, wir haben noch einiges zu tun. Natürlich auch noch die ganzen Horden und so weiter. Und das werden wir jetzt auch alles in Angriff nehmen. So, und wenn wir jetzt schon losfahren, um die Ringe zu holen, dann werden wir auch hier nochmal einen kleinen Abstecher hinmachen. Und hier nochmal die ganzen Nester verbrennen. Deacon St. John, hier ist James Weaver. Ich habe einen Job für dich, wenn du in der Gegend bist. Weaver, hey, mal sehen, was ich tun. Siehste, und auch der Weaver hat schon wieder was für uns. Also, es geht einfach munter weiter. Ja, auch wenn die Hauptstory abgeschlossen ist, aber ich hab's ja gesagt, wir haben noch einiges zu tun. Ja, so lange, bis O'Brien uns dann irgendwann mal anfunkt. Und selbst dann, also wir werden alles, also völlig unabhängig davon, wann O'Brien uns anfunkt, wir werden alles fertig machen. Ja, also keine Sorge. Ist jetzt nicht so, dass wir nur warten, bis er das macht und dann hören wir einfach so auf. Nein, wir werden natürlich das Spiel schön brav komplett zum Ende bringen. Natürlich. So, genau. Nester dürfte es jetzt hier bei uns aber keine mehr geben. Eigentlich nur noch da unten. Um den. Wer ist denn das eigentlich nochmal? Diamond Lake heißt der, glaube ich, ne? Genau. So, dann für die Nester brauchen wir sowieso Mollys. Genau, die stellen wir direkt mal alle her. Das Kerosin hier nehmen wir direkt auch mal mit. So. Ich weiß gar nicht, reichen hier sechs überhaupt? Wir haben eins, zwei, drei, sechs Stück. Und eventuell sind die beiden, sind diese Nester hier. Na, die sind doppelt, hä? Also sieben Mollys brauchen wir mindestens. Okay. Kriegen wir hin, kein Problem. Weißt du was, wir markieren das auch nochmal eben schnell. So. Was haben wir da? Ein Kreischer. Jawohl, das müsste jetzt natürlich sein. Boah, ich sehe nichts. So. Okay, also, dass wir da auf jeden Fall schon mal die Nester wieder wegkriegen. Das wäre dann schon mal gut, dass wir dann vielleicht das auch schon mal komplett abgeschlossen haben. Das wäre natürlich auch schon mal nicht schlecht. Können wir nämlich einen weiteren Haken machen. So, hallo Breaker. Mit dir kämpfen wir jetzt nicht. Da haben wir jetzt keine Zeit dafür. Weil ich muss ja gleich noch meine Ringe finden, bevor ich irgendwas anderes mache. So. Nächste. Stopp. Müsste gleich um die Ecke sein. Jupp. Direkt da vorne nämlich. So. Dann haben wir Nummer Stimmt 1. ja. Ich muss das infizierte Gebiet noch ausräuchern. Da sind wir jetzt dabei, Deacon. Wie du Wo ist das siehst. scheiß Da haben Nest? wir das Ist es hier nächste. irgendwo? Hopp. Zack. So, genau, kommt mal alle. Oh, das geht ja auch schon fast in Richtung Horde hier, hä? Mhm. So, das Ding, das haben wir anscheinend schon ausgeräuchert. Ich kann's riechen. Es muss in der Nähe sein. Ich rieche ein Nest. Aber Ich zum kann's Glück in kann der ich Nähe die nicht sein. riechen. Ich will gar nicht wissen, wie Nest. die riechen. Müsste gleich um die Ecke sein. Wo ist das? Scheiß Nest. Es ist hier irgendwo. Noch ein Nest. Abfackeln. Zack Hier. und zack. Vielen Dank. Da ist noch ein Nest. Zünden wir es. Okay. Hier muss irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Ich Ist kann's okay, riechen. Deacon. Wir wissen, dass hier Nester in der Nähe sind. Zack, haben wir die auch erlegt. Gucke mal, hä? 92%. So, und dann haben wir hier genau die drei noch. Ich glaube, das war's jetzt. Scheiß Freaker-Nester. Die Gegend sollte jetzt sicherer sein. Komm, komm, komm. Na. Okay, ich dachte gerade, dass der jetzt verpufft.
Oh. Hallo, Freunde. Oh. Aber das ist ja... Das dürfte dann aber sogar glatt die Horde sein, oder? Mhm. Ich glaube, wir zermetzeln jetzt hier einfach quasi ungeplant auch nochmal eine Horde nebenbei. Genau, na los. Ja, wie gesagt, das war jetzt nicht der Plan. Ich wollte eigentlich nur diese paar blöden Nester, die noch da sind, verbrennen. Aber gut, solange wir jetzt hier mit der Horde befasst sind. So, hier, komm. Ja, Genau, na los. Lauf, lauf, lauf. Lauf hier einem nach dem anderen in die Arme. Okay. Wie viele von euch sind eigentlich noch da? Das hört ja gar nicht mehr auf. Na, fuck. Munition ist leer. Ja, komm. Napalm Molly erledigt das hoffentlich. Zumindest in einem großen Teil. Ah, komm, lauf. Genau, die winden sich dann noch ein bisschen. So. Simon Hill Horde, ah ja. Du noch. Ja, nicht schlecht. Ja, Munition leer. So. Okay, haben wir das. So. Dann brauche ich jetzt da hinten noch dieses eine letzte Nest. Oder die beiden eher gesagt, die da sind. Gucken wir mal, ne? Diese Schreiernester. Gucken wir mal, wo seid ihr? Und da seid ihr. Aha. Okay, die da sind verbrannt. Und das da ganz oben zündet der dann natürlich nicht an. Obwohl das Feuer ja eigentlich direkt das Ding von unten grillen müsste. Na gut, haben wir noch genug von... Okay, einen können wir sogar noch. So, komm, weg mit dir. Jawohl, gucke mal. Wer kommt da her? Ja, ja, ihr nur wieder. Okay, also steigen wir jetzt aufs Bike. Dann verschwinden wir von hier. Wer noch? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Ach komm, wofür räuchere ich eigentlich die Nester aus? Wofür töte ich die Horden? Wenn ihr blöden Mistviecher trotzdem noch in Massen hier unterwegs seid. So, komm, fahren wir einfach. So, hier die Ohren, die nehmen wir natürlich noch mal eben mit. Okay. So, jetzt fahren wir aber. Zack. Nicht dagegen fahren. So. Haben wir einen kleinen Umweg gemacht. Guck mal, da hinten wäre dann sogar noch eine Horde. Haben wir da oben nicht sogar eine gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber gut, gucke mal. Haben wir doch schon mal wieder ein bisschen was erledigt bekommen. Ist doch hervorragend. So, jetzt hier ein bisschen langsamer fahren. Ja, nicht, dass wir uns hier das Bike kaputt fahren. Das wollen wir ja nicht. Natürlich.
Ja, komm. So, bevor du schreien kannst. Los, weg. So. Und wir hauen jetzt auch ab hier. Die Horde, die irgendwo hier ist, die machen wir später irgendwann. Die machen wir nicht jetzt. Hopp, und rüber. Und... na, verdammt. Wow. Schön, dass wir da immer noch nicht rüberspringen können. Obwohl unser Bike eigentlich schon auf Maximum ist. Von der Leistung her. Och nö. Jetzt muss ich das ernsthaft nochmal machen. Ach Mann. Das ist aber dämlich jetzt. Also da hätte er ja wirklich halt danach auch nochmal speichern können, wenn er mich fragt. So, komm. Ja, ja. So. Ja, die brennt schon mal gut. Dann auf jeden Fall dich da oben noch. So. Okay, haben wir das. Genau, hier haben wir auch wieder alles erledigt. Sehr gut, guck mal. Sind wir diesmal sogar mit zwei Mollys ausgekommen, hä? So. Dann können wir jetzt auch wieder zum Bike zurück. Können wir die eigentlich auch? Ja, können wir sogar. Können wir von dem auch was einsammeln? Ein Schreierschnabel. Ah ja, ist ja witzig. Habe ich ja noch nie drauf geachtet vorher, ob die auch irgendwas droppen. Aber ja, tun sie. Gut, dann jetzt weg hier. So, die Ohren nehmen wir trotzdem nochmal eben mit. So, und dann jetzt weg. Einfach nur weg. Aber dass das gerade ein bisschen misslungen ist, das stört mich schon, muss ich sagen. Dass wir da jetzt nicht rüberspringen konnten. So. Komm durch da. Okay. Gucken wir mal, ob der Schreier wieder da ist. Ne. Doch. Wow. Gut versteckt hast du dich. So. Mein Bike liegt natürlich hier hinten. So. Was wir jetzt nochmal eben machen, schnell speichern. So. Nur für den Fall, dass das hier wieder schief gehen sollte. Und gucke mal, geht doch. Verstehe ich nicht, wo da jetzt gerade das Problem war. Da freut sich das Bike, schön durchs Wasser fahren, jawohl. So, aber jetzt erstmal Hauptsache ab ins Lager. So, vielleicht kommt uns jetzt ja auch nochmal irgendwas entgegen. Aber ich hoffe nicht. Das ignorieren wir dann einfach so gut es geht. Denn wir wollen jetzt eigentlich unsere Ringe holen. Wir sind jetzt seit einer Viertelstunde fast unterwegs. Und wir dürfen... jawohl, wir dürfen da ganz hoch, habe ich so das Gefühl. Aber da fahren wir dann hoch. Da laufen wir nicht hoch, sonst brauchen wir schon wieder ewig. So, Freunde. Tut mir auf die schöne Pforte. Okay. Ja, wir dürfen da hoch. Na gut. Ich hoffe, wir kommen da auch mit dem Bike hoch, aber eigentlich sollte es kein Problem sein. Jetzt nur die Frage ist, wie müssen wir... hier müssen wir lang. Na gut, wir folgen einfach mal dem Navi. Beziehungsweise der Karte, was die so sagt. Ah ja, genau. Stimmt schon. So. Ich hoffe, da oben ist irgendwie noch ein Benzintank. Weil ich befürchte, tanken werden wir müssen.
Irgendwie so ein, weiß nicht, so eine Seilbahn nach oben oder so wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Das wäre, glaube ich, sogar ganz praktisch. So, gucke mal, da sind wir auch schon. So. Na, was haben wir denn da? Hier sind sie. Gut. Ich will, Süßer. Guck mal, da sind 69% nur, da kommt also noch was. Guck mal, ich gebe dich niemals auf, ist damit auch abgeschlossen. Sehr schön. Guck mal, was wir jetzt hier wieder alles freigeschaltet haben. Ist ja der Wahnsinn. So, guck mal, dann verarzten wir das nochmal eben, dann können wir... Na! So, so. Genau, stellen wir nochmal die ganzen Verbände her. So. Schutz für die Schwachen. Okay, Weaver will da also in die Richtung was von uns. Gucke mal, und da haben wir auch noch diese Neuro-Forschungsanlage. Guck mal, da haben wir noch ein paar Schreiernester. Ja, ihr seht es ja auf der Karte, also hier ist noch einiges zu erledigen. Was haben wir hier oben noch? Hier ist soweit alles schon erledigt. Genau, und dann haben wir da aber noch... Was mich jetzt gerade nochmal interessiert, wenn wir jetzt schon da sind. Das mit den Ringen steht hier komischerweise gar nicht. Irgendwas mit 69% bräuchten wir da, aber das ist hier tatsächlich nicht aufgeführt. Ne. Oder L1 dann vielleicht. Ah, gucken wir hier nochmal eben ganz runter. Ne. Hoch, 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 hoch. Tatsächlich nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, warum das hier nicht angezeigt wird. So, was wir jetzt nochmal eben machen. Wir gucken jetzt mal, dass wir da irgendwie hinkommen. So, weil die Zeit, die haben wir jetzt gerade noch. Weil diese Forschungsanlage, die will ich mir dann nochmal kurz angucken. Vorausgesetzt, wir kommen da auch hin, weil unser Tank halt auch so langsam leer ist. Das ist halt auch so ein kleines Problem. So, und irgendwo hier... Achso, schade. Ich hatte gehofft, dass hier nochmal so ein Munitionspaket liegt. Aber das ist ja im Grunde egal. Wir fahren ja da unten eh am... nochmal Mechaniker und Waffenhändler und so weiter vorbei. Und dann können wir da auch nochmal eben das Bike auftanken und die Munition nochmal aufladen. Das können wir da ja kurz machen. Das ist jetzt kein großer Akt. So... genau, fahren wir hier eben runter. So, nee, wir wollen jetzt nicht zu Weaver. Das machen wir später. Genau, so, erstmal hier das Bike verarzten lassen. Wie ist das Leben so ohne die Miliz? Großartig, Mann. Kui habe ich irgendwie gemocht, weißt du? Dann war okay. Ja. Tschüss. So, dann dich hier noch. Hat echt genervt, oder? Bin echt froh, den Arsch los zu sein. Jo, ich auch. Du führst den Laden jetzt also alleine? Vermisst du es nicht, die Streifen zu tragen? 0,0. Ich hab den Milizscheiß gehasst. Ich meine, bis bald, Dick. Jo, ich meine auch, bis bald. Ja, tja, sieht aus, Hallo. Als wäre deine Karriere bei der Miliz vorbei. Deacon, pass gut auf dich auf. Du auch auf dich. Ich krieg das schon hin. So, wie gesagt, wir steigen jetzt aufs Bike. Aufgetankt ist es. Hey, und damit... Nicht viel, nicht viel. So, das Feuer hier brennt immer noch. Das war dann, schauen wir gleich mal, weil ich glaube, es ist auch gar nicht mal so einfach, da hinzukommen. Da werden wir dann auch definitiv nochmal schnell speichern. So, weil nicht, dass wir dann irgendwie von hier aus wieder starten müssen, um da hinten dann erstmal wieder hinfahren zu dürfen. Da habe ich jetzt nicht so die Nerven drauf.
Also ich finde ja spätestens jetzt, wo das hier alles erledigt ist, dürfte man eigentlich auch mal mit normalem Tempo einfach durch das Camp fahren. Und nicht mehr mit dieser fast schon Schrittgeschwindigkeit. Oh, guck mal, hier liegen auch noch die ganzen Leichen. Eieiei. Ah. Oh, guck mal, das hier alles unbeschädigt, ne? Wie mir scheint. Mal gut, vorne das Tor ist ja auch auf einmal wieder heil gewesen, also... So, mach auf. Komm. So, und auf geht's. Schön nochmal durch die Nacht streifen. Huch, wollen wir da lang? Okay, fahren wir hier lang. Hier sind wir, glaube ich, noch gar nicht lang gefahren. So, und dann müssen wir da gleich mal diesen Punkt finden, weil da muss es ja irgendwo einen Punkt geben, an dem man rüberspringen kann. Die Frage ist nur, wo ist der? Das wird schon der da sein, hä? Gucken wir mal. Na, dass man vielleicht von hier dann losfährt. Ja. Nach Möglichkeit, ohne vom Bike zu fallen, Deacon. Ah. So. Also nochmal eben schnell speichern. Okay. Dann geben wir einfach mal Gas. Hopp. Jawohl. Gucke. Stopp. Boah, die Bremsen sind da quasi nicht vorhanden. So, was haben wir denn hier? Also einen Injektor haben wir. Guck mal, Schrott. Es geht nichts über Schrott. Genau, dann haben wir hier einen Injektor. Die haben hier wirklich alles. Gut. Ach, nehmen wir dieses Mal nochmal. Na, ich glaube, für die Horden werden wir nochmal ein bisschen Ausdauer brauchen. Oh, geiles Zeug. Mhm, haut voll rein, würde ich sagen. So, was haben wir da? Ja. Schrott. Noch mehr Schrott. Und bei dir? War auch nur das. Haben wir hier keinen Rekorder? Kein Neuro-Rekorder. Doch, da. Ein Mikro-Rekorder. Wie viel Benzin haben wir? Genug für den Rückweg zur Basis. Okay. Wieso, warum? Noch was vor? Ich habe überlegt, die Fallen drüben bei Thielsen zu checken. Oh Mann, so weit kommen wir aber nicht. Setzen Sie es für morgen auf den Plan. Ja, okay. Gut. Okay. Na gut, das war jetzt nicht besonders aufschlussreich. So. Hopp, 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 sondern hoffe ich, speichern wir nochmal eben. Na komm. Hallo, schnell speichern? Oder willst du hier nicht? Na gut, dann machen wir es halt so. Und hopp. Gucke mal, hervorragend. Bilderbuchlandung, würde ich sagen. Gut, Leute, aber dann würde ich sagen, wir sind für heute erstmal wieder durch. Dann bedanke ich mich soweit erstmal wie immer fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Folge wieder. Ciao.